Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind unterwegs, um Schalidors, eine von Schalidors Schriften zu besorgen. Wo genau wir da hin müssen, wissen wir nicht. Wir folgen einfach mal unserem Quest. Und die Richtung hat ich stimmt, nur so was stimmt. Gehört, aber nichts gesehen. Da sind ja meistens wieder aufgefüllt, ist ja diese Festung in der Regel. Ja. Aber wir müssen jetzt nicht mit denen kämpfen, kein Interesse dran. Wir müssen ja nicht jeden Kampf machen, der uns begleitet. Ja. Die Höhle kommt immer näher. Ja, wir nehmen an, dass es in dieser Höhle ist, die wir da uns, die ja vor unserer Nase immer rumschwebt. Oder schwebte, vielmehr. Hier aber. Wahrscheinlich. Geht hier irgendwo ein Weg rein? Ich sehe hier eigentlich. Erstmal. Du kannst ja mal deinen berühmten Hellseher anmachen. Ja, könnte ich. Ist manchmal gar nicht so. Ist aber unsportlich. Jetzt nicht auch. Guck mal, ich. Dämmerlichtsport. Ich hab's. Eureka, ich hab's. Musst du dir jetzt irgendwo merken oder aufschreiben? Weil ich jetzt im Augenblick nicht zum Schreiben dabei. Und ich will nicht wieder so rumkruscheln wie letztens. Also Dämmerlichtspalte heißt. Dämmerlichtspalte. Gut, aber gut. Dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein, ja. Speichern und rein mit uns. Mal gucken, was uns erwartet. Keine Ahnung. Blind. Wir spielen blind im Augenblick. Ja. Weil diese ganzen kleinen Höhlen, da spielen wir meistens blind, aber nicht so. Kann man sich nicht merken. Sieht aber irgendwo schön hell aus für eine Höhle. Mhm. Noch geht. Ach, da sind wir die. Nacht war hier gehört. Die hässliche Stimme eines Orks. Müssen Sie sich wehren. Aber die Orks sind immer so gerne in den Spielen. Der Boss wird diese unheimlichen Höhlenmenschen in Stücke schneiden. Ja, das wird sie lehren, uns nicht mehr zu stehlen. Einer von ihnen hat meinen Helm geklaut. Hoffentlich rennt einer von denen hier raus. Dann kann ich ihm mein Messer ins Gesicht rammen. Mit wem streiten die? Also von mir aus muss das nicht sein. Habt ihr ihre Augen gesehen? Sie haben keine Augen. Falma. Alles das klar. Sind Fallmal. Na, da ihr Banditen ja habt ihr aber schlechte Karten. Da habt ihr nun ganz schlechte Karten. Verlogene kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Kriegt nicht einen rostigen Septim von mir. Das Fein, wenn man nicht gesehen wird. Nö, sie kriegt bestimmt keinen rostigen Septim. Von dir nicht mehr. Nee, würde ja sowieso nicht geben. Also müssen wir uns keinen Kopf machen. Nö. Kein schlechtes Gewissen haben. Hä? Gold. Magischer Pfeil. Wir müssen mal Eisenpfeile verkaufen. Das sind schon richtig viele. Gut, die wiegen nichts. Ja, und wo ist der andere hin? Hä? Bald haben die Pfeilmer ihn gleich geschnappt, um ihn in ihre Speisekammer zu tragen. Was ist das denn? Wir waren doch zu zweit. Ja, habe ich ganz deutlich gehört. So. Und gesehen. Ach da, versteckt sich im Gestrüpp. Okay. Immer so viele sind und ganz verdammt gute Kämpfer, besser als die komischen Maldivien. Da sind sie ja schon dabei. Na, was jetzt? Ah. Ja, wir können ja. Ja, jetzt wird er so nah am Felsen. Nicht so richtig sehen, aber sie können verdammt
Zeitmuseum. Doch. Oh. Der ist abgehauen. Gut, ja. Läuft einfach weg. Oh. Da komme ich nicht rüber. Da komme ich auch nicht rüber. Nee. Aber hier geht's runter. Doch, hier geht's. Geht's ja auch runter. Geht's runter, ja. In Serpentine. Der Falmer hat die Abkürzung genommen. Ja. Müsste ja rein theoretisch irgendwo hier rumliegen. Meinst du nicht auch? Sollten wir annehmen. Da ist er. Da ist er. Oh, hä? Hast du da eingepackt? Hattet ihr den Bogen? Wir müssen so Trophäen mal fertig bauen, da habe ich ja nichts anderes. Den kann er wieder zurückkriegen. Das können wir euch sogar mal zeigen, weil das mich nur noch, weil es ganz schnell geht. Ja. Das da oben könnte der Rückweg sein, ne? Die Abkürzung. Hoffe ich. Tschüss sein. Das würde aber dafür sprechen, dass das etwas größer wird hier. Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen größer. Ja, in dem Spiel Dämmerwacht kriegt man ja sehr viel mit dem. Du bist ja ein kleiner dummer Skeber, du. So. Ein Dümmelchen. Was ist das? Wahrscheinlich noch mehr davon, ne? Eigentlich könnten wir wieder ein paar kleine. Was ist das? Ein paar kleine Seelensteine. Füllen, wollte ich sagen. Ja, aber wer ist ja wohl? Ich weiß nicht, was der füllt, was so ein Falmer füllt. Wahrscheinlich Spache, ne? Nein. Kommt wahrscheinlich drauf an, was es ist. Ja, wahrscheinlich. Weißt du nicht. Eine ja. Armselige Seele. Das war eine armselige. Und der hier ist schon ein bisschen mehr. Wir sind Schattenmeister. Ist auch ganz gut geschützt. Ein Schutzzauber, aber hat ihm nicht viel gefunden. Nee. Ein Ohr. Naja, ansonsten war er auch nicht gerade besonders gegangen. Nee. Zu sehen, das ist gar nicht so gut. Aber der hat uns nicht gesehen. Das würde man speichern, das geht zwar relativ flott. Ja. Dann scheint auch so einfach zu sein, aber. Ja, ja. Da vergisst man dann leicht zu speichern. Und dann kommt die nette Überraschung, wenn man plötzlich tot ist. Schattenmeister. Hm? Zwei Ohren. Oh. Und ein offenes Frei. Der kann öfter kommen. Er war gut bestückt. Wir müssen aber auch mal wieder eine Verkaufszone. Ja. Und warten bleibt, bis du dann wieder deinen nächsten Level kriegst. Dann kannst du sowieso trainieren und dann können wir ja auch.
haben jetzt uns überlegt, wenn wir das hier gemacht haben. Was haben wir? Wenn, haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt Charlie erledigt haben. Ach so, ja. Dann werden wir auf jeden Fall noch den Auftrag machen für Arnil. Wir müssen irgendwas besorgen für Endtier, damit der Arnil was gibt. Und für Ornmund können wir auch gleich machen. Stimmt's? Ja. Und dann können wir nämlich hingehen in die Akademie und können gleich alle Sachen dort, alle Quests dort richtig fertig machen. Das heißt, wir haben ja auch noch für Shesago ja, Quest erledigt. Da haben wir ja die Scrolls benutzt. Aber keine zu Hause. Grünliches Licht. Da kommen wir her, ja. Das sind die meisten Höhlen, wo Palmer sind. Ob die so ein grünliches Licht ausstrahlen oder ausstrahlen oder. Aber irgendwo ist es meistens grün. Vielleicht haben die den getötet, weil sie ja halt doch ihre Rüstung aus dem Kitin machen. Aus dem Chaos-Kitin. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen Licht machen. Ja. Tra! Hättest du halt nicht machen, ja! Dann hast du ihn aufgeweckt. Von wegen der Chaos, ja! Der Chaos ist. Haha. Kann man dann nur sagen. Schlitter war es auch noch. Der musste dich erstmal sehen. Der hat dich nicht gesehen. Wahrscheinlich. Du. Ja. Also, du schleichst so gut inzwischen, dass er dich gar nicht bemerkt hat. Und als du Licht angemacht hast, hat er gemerkt, dass es dich gibt. Ja. Hä? Bitte schön, geht's denn hier weiter? Ich meine, du bist schon auf 80, glaube ich, im Schleichen, oder? Mal gucken. Einfach 9 Talente. Boah, haben wir da gut aufgehoben. Ja. 99. Oh. Naja, dann. Ist doch kein Wunder. Viel besser geht da eigentlich nicht. Noch einer und das war's. Ach, das ist wieder so eine von diesen besonders hilfreichen Karten. Ja. Da hinten scheint was zu sein. Tja. Das ist eine etwas größere Höhle, denke ich jetzt mal, ne? Hier sind wir doch hergekommen, ja. Das ist aber das für der tote, jetzt totes Schlitter ist. Chaos-Schlitter. Ich glaube, du musst auch mal wieder auf Screen ein bisschen deine Eigenschaften, deine Magie-Eigenschaften verstärken. Ja. Bin ich denn blind? Weiß ich nicht. Du weißt ja, dass ich rettungslos bin. Ich würde hier rumirren, Tag und Nacht. Nee. Stunden über Stunden. Normalerweise bist du immer an einer Seite. Ja. Hält sich auch. Ja, aber ich sehe hier nichts, was weitergehen würde.
Ach. Oder sind wir hierher gekommen? Nein. Da gehen wir jetzt hin. Nee, wir sind hier. Hier sind wir gekommen. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Und jetzt kommen wir hier wieder zurück, wie es aussieht. Hä? Ja, dann gehen wir da hinten hin. Gehen wir schön durch. Oh jo. Nur blöd, dass das Licht nicht lange hält. Geht's irgendwo rauf oder irgendwo runter? Oder? Fahren wir in die tiefe Grube. Wir fallen in die tiefe Grube. Speicher mal lieber machen. Oh, die Tür ist wieder offen. Wir haben letztens festgestellt, dass als wir ein bisschen getestet haben, wieder das Soundsystem. Also hier war es noch nicht jetzt okay. Dass man das Radio ganz gut hören kann. Seelenstein nehmen wir natürlich mit Kusshand. Ja, ja. Nee, aber er hat ja noch ein Ei in der Seite. Dann liegt er. Ja. Tja, da haben wir lieber abgemurkst, die guten Banditen. Ja. Tja, dann muss es jetzt hier irgendwo weitergehen. Da geht's. Links. Ah, da geht es irgendwie hier links rum und dann hier unten, unterirdisch oder irgendwie so, ha? Ja, wenn dann es hier links geht, da sieht es aus. Ja. Licht. Ja nicht immer rechts. Dann wäre es erstmal logisch hier zu gehen, wenn es hier dann nicht weitergeht, dann ist es in der nächsten Richtung wieder nicht. Ja. Nicht leer. Ja. Warst du schon hier? Ich glaube, ich bin wieder zurückgelaufen. Das kann nämlich sein. Ja, genau. Ich bin zurückgelaufen. Ist doch eigentlich immer ganz gut, wenn man schön plündert, da weiß man genau, ob man da schon mal gewesen ist. Ja. Immer gründlich plündert. Pflückt zwar keine Pilze mehr, wie er wahrscheinlich gemerkt hat. Nee. Haben wir auch nicht mehr nötig. Weil wir sie ja selbst anpflanzen. Wir pflücken nur noch die Sachen, die wir die eben nicht anpflanzen lassen. Oder beziehungsweise nehmen die mit. Die dürfen natürlich wachsen. Oh. Da ist er. Der hat dich jetzt bemerkt, wieder, weil er nicht. Ich hätte dich sonst gar nicht gemerkt. Ja. Ja, jetzt bleib stehen und freifliegen. Erst uns angreifen und dann abhauen wollen. Das haben wir gerne. Auch sieht sehr schön aus. Ne? Ich finde das interessant, sehen die aus. Oh, ich meine, ich möchte keine Natura begegnen. Das ist wirklich so, nicht. Da war nichts. Also wir müssen jetzt mal gleich Schluss machen, weil wir jetzt sonst nicht mehr weiter. Aber du darfst ihn gerne noch ausnehmen. Die ja, brauchen das Kitin. Kannst du schon mal in die Richtung stellen, in die du weitergehen willst? Ja. In diese Richtung. In diese Richtung bitte gehen. Okay. Bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Tschüss.